Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum Karl Lauterbach von den Öffentlich-Rechtlichen im Morgenmagazin angezählt wurde, wie man hier sehr schön sehen kann, wie das System funktioniert und warum Karl Lauterbach den Höhepunkt seiner Karriere ganz sicher überschritten hat. Er vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren er gar keine Rolle mehr spielt. Im Folgenden ein paar Ausschnitte aus dem Morgenmagazin-Interview vor kurzem, danach ein paar Worte dazu. Frage bleibt aber doch, Herr Lauterbach, ob sich die Impfpflicht politisch überhaupt durchsetzen lässt zu diesem Zeitpunkt. Ihre Regierung ist sich da nicht einig. Im Einspieler haben wir gerade den FDP-Justizminister gehört, der sagt, nur eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems könnte eine solche Maßnahme, allgemeine Impfpflicht, rechtfertigen. Und das sei jetzt keine drohende Gefahr. Ja, naja, das ist ja gar keine Regierungsfrage, weil die Entscheidung wird ja von den Abgeordneten als Gewissensentscheidung getroffen. Somit also, wie jetzt einzelne Mitglieder der Regierung dazu stehen, also ist hier nicht erheblich. Das heißt, Herr Lauterbach, gehen Sie aber davon aus, dass die Regierung, die Ampelregierung, keine Mehrheit zustande bekommt für die allgemeine Impfpflicht? Es gibt überhaupt keine, also die Ampel steht überhaupt nicht zur Debatte, sondern hier steht jeder Einzelne zur Debatte. Ich gehe davon aus, dass wir nachher für einen der Anträge eine Mehrheit haben werden. Das ist aber dann nicht eine Regierungsmehrheit, sondern das ist eine Mehrheit der Abgeordneten. Und auf dieses Verfahren haben wir uns ja geeinigt. Das mag nicht jedem gefallen. Das ist aber das Verfahren, was wir jetzt haben. Ich glaube, dass wir zum Schluss von den Anträgen, die wir derzeit haben, uns also auf vielversprechende Anträge oder auf einen neuen Antrag dann also einigen können, vielleicht einen Kompromissantrag, dass der eine Chance hat. Ich warne einfach davor, dass jetzt Parteipolitik gemacht wird. Denn wenn wir jetzt Parteipolitik machen, also beispielsweise bestimmte Parteien verwehren sich der also Einführung der Impfpflicht, dann sind diese parteipolitischen Spiele der Grund dafür, dass wir im Herbst vor Problemen stehen. Und das kann man der Bevölkerung nicht also zumuten. Man kann nicht sagen, hier hat es noch mal Parteipolitik gegeben im Frühjahr, darum haben wir jetzt keine Impfpflicht. Die Bevölkerung wäre dann ja auch erneut gefährdet. Es geht nicht nur um die Maßnahmen, die wir dann ergreifen müssen, sondern dann würden ja erneut unnötigerweise Menschen sterben müssen. Das möchte niemand. Herr Lauterbach, Sie sind nun seit fast 3 Monaten Gesundheitsminister, waren auch schon davor als Abgeordneter immer ein Mahner und Warner und scheinen ja manchmal, Sie haben jetzt auch gerade drastisch gewarnt, manchmal übers Ziel hinauszuschießen. Nur mal ein paar Beispiele von letzter Zeit. Sie haben von Gefahren und Erkrankungen bei Kindern gesprochen, die es in dem Ausmaß dann nicht gab. Sie sprachen von Mit-40ern auf Intensivstationen, die dort aber eher die Ausnahme waren, warnten vor einer Gefährlichkeit von Omikron, die es dann auch so nicht gab. Warum immer wieder von Ihnen diese Ungenauigkeiten und auch Übertreibungen? Sind keine Übertreibungen. Ich wehre mich auch gegen diese also Darstellung. Es ist ja im Wesentlichen eine Darstellung, die der Berichterstattung der Bild-Zeitung folgt. Das muss man hier klar sagen. Und also ich habe zum Beispiel nicht, also wie Sie es gerade beschrieben haben, also flächendeckend vor also Krankheit bei 40-Jährigen gewarnt. Ich habe auch nicht vor Erkrankungen der Kinder gewarnt, die es nicht gegeben hätte. Es ist leider so, dass Kinder gefährdet sind. So, man muss vorsichtig sein. Also ich finde es richtig, dass also Verlage ihre eigene, also sagen wir Corona-Haltung haben. Aber es ist nicht richtig, wenn sich das andere zu eigen machen. Aber Herr Lauterbach, ich muss da wirklich kurz einhalten. Ich will mir nun wirklich nicht die Berichterstattung der Bild-Zeitung zu eigen machen. Das nichts liegt mir ferner. Aber ein anderes Beispiel, das wir auch selbst recherchiert haben. Sie haben zuletzt im Heute-Journal von 500 Toten gesprochen, wenn es Lockerungen geben würde, wie in Israel zum Beispiel. Wir hatten in Ihrem Ministerium nachgefragt, woher diese Zahl kam. Das konnte uns dann dort niemand sagen. Naja, die Zahl ist drum nicht falsch. Und ich hatte ja darauf hingewiesen, dass ich selbst Berechnungen gemacht hatte mit dem Modell des Robert-Koch-Instituts von Benjamin Mayer und Professor Dirk Brockmann. Also man kann einfach mit diesen Modellen auf der Grundlage der Inzidenzen dann hochrechnen, was das bedeutet. Aber ehrlich gesagt, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Wenn wir also eine Inzidenz gehabt hätten, die man mit dem Modell also berechnen kann, die ungefähr 2 bis 2,5 Mal so hoch gewesen wäre. Was hätten Sie denn erwartet, was dann mit den Sterbefällen passiert? Es war doch nicht bei Wissenschaftlern strittig, dass wir dann auch etwa 2 bis 2,5 so viele Todesfälle gehabt hätten. Somit ist die also Berechnung ja nicht strittig gestellt worden. Mir ist vorgeworfen worden, dass ich berechnet habe, was passieren würde, wenn wir radikal öffnen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man das jetzt auch nicht vertreten darf, weil wir haben eben eine große Gruppe von Ungeimpften bei den Älteren. Und ich möchte einfach, dass diese Menschen durch die Pandemie gut durchkommen.
Und also man muss da sehr vorsichtig sein. Ich nutze normalerweise realistische Szenarien. Ich spreche mich sehr eng mit dem Expertenrat ab und bin da mit meinen Einschätzungen nicht weit entfernt vom Expertenrat oder von den Berechnungen anderer, zum Beispiel der also Statistiker Herr Lehr, also aus dem Saarland, hat ja die Berechnungen, die ich vorgelegt habe, auch bestätigt. Man stellt sich jetzt die Frage, die ganze Zeit haben die Öffentlich-Rechtlichen Panik geschürt, in Talkshows wurden immer einseitig bestimmte Gäste eingeladen, die Panik geschürt haben, von Querdenken oder von der AfD wurden nie Leute eingeladen, die ernsthaft dem Paniknarrativ widersprochen haben, sondern es wurde suggeriert, Hendrik Streeck sei es das Äußerste an Meinungen, was man an Lockerungen vertreten könne, sozusagen. Bei Sarah Wagenknecht ist es so, sie kann auf gute Weise reden, sie erzeugt hohe Einschaltquoten. Und ganz wichtig bei Sarah Wagenknecht, sie gehört einer Partei an, die keine Alternative bietet, die Linke. Die Linke ist bei den wichtigen Narrativen, abgesehen von Russland, auf Medienlinie. Besonders beim Klima, aber auch bei Corona. Was man gerne vergisst ist, dass Sarah Wagenknecht gegen die AfD ganz stark hetzt. Das heißt, sie ist die perfekte Kronzeugin gegen die AfD, die eine wirkliche Alternative bieten würde zur Politik. Erst wenn die Leute ihr Kreuz bei der AfD machen und sich nicht nur aufregen, dann ändert sich wirklich was in Deutschland. Das heißt, der Trick ist hier, die Leute regen sich auf, finden Sarah Wagenknecht toll, aber Sarah Wagenknecht macht den Leuten ganz eindeutig deutlich, die AfD ist schlecht, sie ist unwählbar, Björn Höcke ist rechtsextrem und so weiter und so fort. Und wenn Teile der AfD rechtsextrem sind, dann ist die AfD unwählbar. So einfach ist das. Und gleichzeitig sagen die Leute, ja, Sarah Wagenknecht wird doch eingeladen. Sie kann ihre Meinung sagen. Wir haben hier einen breiten Meinungskorridor im Fernsehen. Jetzt aber zu Karl Lauterbach. Wir sind das gewohnt. Es wird alles verschwiegen. Die Querdenken-Demonstration. Wie mit der AfD im Bundestag umgegangen wird. Das heißt, da sind die Öffentlich-Rechtlichen nie investigativ, was den AfD-Abgeordneten da täglich so an den Kopf geworfen wird. Wogegen die Verachtung von Carsten Hilse der größte Witz ist. Die Verachtung gegenüber der AfD wird permanent in extremster Weise von den Altparteien zum Ausdruck gebracht. Und es wird von Öffentlich-Rechtlichen nie transportiert. Wenn man sich den Bundestag anguckt, dann sind das ganz andere Welten. Jetzt aber hier wird Karl Lauterbach plötzlich angegriffen. Also sein Image wird massiv angekratzt hier. Warum tun die Öffentlich-Rechtlichen das plötzlich? Und es ist so, es ist nicht zwangsläufig, dass sie das tun. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Entscheidung getroffen. Karl Lauterbach hat das zu weit getrieben. Seine O-Töne, sie sind eindeutig und es ist zu leicht zu widerlegen. Das heißt, man kann hier einfach Schnitte nebeneinander legen. Ich habe es bei mir ja auch schon gemacht. Und dann wird ganz offensichtlich, dass Karl Lauterbach lügt. Dass er direkt lügt und dass es zu eindeutig ist. Und das können die Öffentlich-Rechtlichen, sie haben sich anscheinend gesagt, das können sie nicht weiter mittragen. Weil damit bringen sie sich selbst in Gefahr. Weil wenn sie das mittragen, dann sagen die Leute, ja die Öffentlich-Rechtlichen hier, schwarz auf weiß, auch Karl Lauterbach wird nicht kritisiert, er erzählt hier lauter Mist. Und es ist so, das Interessante ist, dass Karl Lauterbach anscheinend denkt, er kann sich das rausnehmen. Er kann sich das weiter leisten. Also man merkt, er ist richtig überrascht im Interview. Er zitiert die Bild-Zeitung und sagt, ja hier, die Bild-Zeitung, da wurde ja Reichelt schon gefeuert, das sind die Außenseiter, das sind die einzigen, die mich kritisieren. Wieso kritisiert er mich? Aber er hat die Rechnung falsch gemacht. Das heißt, es geht genau weiter. Natürlich ist die Kritik vorsichtig, aber Wunn lässt nicht nach. Das ZDF hat sogar recherchiert, eine Aussage von Karl Lauterbach. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen, sie nehmen jetzt den Exit. Sie wenden sich von Karl Lauterbach ab und er steht jetzt als Lügner da. Und das ist vernichtend für Karl Lauterbach. Er zieht sein Image aus seinem wissenschaftlichen Gerede, aus seinem kompetent tunenden Gerede. Er wirkt hier so wie der Mediziner, der kompetente Mediziner, der verantwortungsvoll ist, der dem Patienten hilft. Er strahlt Glaubwürdigkeit aus. Also das klingt natürlich jetzt albern, aber die Art, wie er redet, redet er wie der glaubwürdige, niveauvolle Arzt, der ganz intelligente Sachen erzählt, der also Professor ist, der ganz toll ist. Wenn jetzt Karl Lauterbach aber als Scharlatan geframed wird, selbst von den Öffentlich-Rechtlichen, und das ist ja eindeutig der Fall, natürlich, Wunsch spricht hier von Ungenauigkeiten, aber das übersetzen die Leute natürlich, was es bedeutet. Und damit ist das Image von Karl Lauterbach zerstört.
Es ist wahrscheinlich kein Einzelfall, sondern das steht jetzt hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und es ist ganz sicher, man kann ganz sicher sein, dass WUN nicht irgendwie ausschert aus der öffentlich-rechtlichen Linie. Ich habe schon einige Interviews hier von WUN begutachten dürfen und es ist wirklich schlimm, was er hier zum Teil schon gebracht hat. Das ist ja also derselbe WUN, der jetzt hier den Investigativen gibt. Und aus meiner Sicht ist es sehr wahrscheinlich so, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich intern besprochen und sie haben gesagt, ja, sie müssen die Reißleine ziehen. Es ist sehr ähnlich wie mit Baerbock, mit ihrem Lebenslauf. Es ist auch ganz auffällig, es geht hier um Persönliches. Also bei Lauterbach geht es darum, dass er ungenau ist und bei Baerbock geht es um den Lebenslauf. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Und interessant ist, Baerbock hat auch gedacht, sie kann sich das erlauben. So mit dem Lebenslauf, die Öffentlich-Rechtlichen, sie gucken da nicht genauer nach. Weil sie sind das gewohnt. Beim Klima, bei Corona, die Öffentlich-Rechtlichen oder auch die ganzen großen Medien, die Leute können machen, was sie wollen, sie haben Narrenfreiheit in Narrativen. Sie müssen keine Kritik befürchten. Und Baerbock ist überrascht, und jetzt ist auch Karl Lauterbach überrascht, dass wenn es ins Persönliche geht, also wenn es nur sie als Person selbst betrifft, dann sind die Öffentlich-Rechtlichen eben sehr wohl kritisch. Aus Selbstschutz. Weil wenn es ganz eindeutig ist, dass sie Baerbock nicht kritisieren oder Karl Lauterbach nicht persönlich kritisieren, da sagen sie sich, das ist ihnen zu viel, das ist ihnen zu gefährlich. Das ist zu leicht nachprüfbar. Natürlich ist das Klima auch nachprüfbar. Aber sie sagen sich, sie machen es lieber so, die Leute sollen sich zusammenreißen. Jetzt also Baerbock beim Lebenslauf oder Karl Lauterbach hier bei Corona. Sie sollen keinen Schwachsinn erzählen, damit sie sich die Lügen oder die Täuschung für die großen Sachen aufsparen können. Sie wollen ihre Narrative durchbringen. Und wenn sie da schon täuschen, dann wollen sie, dass die Leute wenigstens professionell sind. Dass Karl Lauterbach also nicht irgendwie rumlügt, sondern es ein bisschen dezenter macht, sozusagen. Und Karl Lauterbach hat nicht gemerkt, dass er hier diese rote Linie überschritten hat. Hat man auch hier in dem Interview gemerkt. Das heißt, ganz wichtig, ganz entscheidend, es findet keine direkte Kommunikation statt zwischen irgendwelchen Milliardären, den Medien. Es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand sagt, du sagst jetzt das und das. Oder du darfst das und das sagen, das darfst du nicht sagen. Sondern die Kommunikation erfolgt durch Belohnung und Bestrafung. Das heißt, sie kriegen indirekt ein Zeichen. Es ist dann so, Bill Gates und diese ganzen Leute, es ist ja so, Insiderhandel ist verboten. Jetzt gehen aber George Soros und diese ganzen Leute, sie gehen als Philanthropen, gehen sie her und sagen, ja, ich bin so überzeugt, die Migration ist was Gutes. Ich muss jetzt irgendwelche Gruppierungen unterstützen, weil das ist einfach meine persönliche Überzeugung. Natürlich weiß er dann auch genau, dass das, was er macht, das hat Einfluss. Kann ihm aber keiner verbieten. Dann investiert er einfach die Aktien richtig. Und genauso ist es bei Gates mit den Impfungen sehr wahrscheinlich. Sie haben alle zufällig genau richtig investiert und jetzt haben die ganzen Milliardäre in 2 Jahren ihr Vermögen verdoppelt. Und es kann ja niemand George Soros verbieten, in Immobilien zu investieren. Er ist halt ein Philanthrop, er ist für Migration und er investiert dann eben entsprechend. Es findet einfach keine Kommunikation statt, keine direkte Kommunikation. Es ist aber natürlich so, die Politiker lernen. Sie verstehen das dann. Okay, aha, Lebenslauf, das darf ich nicht machen, dann kriege ich eins drauf. Oder da kriegen andere eins drauf. Aha, das habe ich jetzt gesehen, bei dem funktioniert das so und so. Aha, jetzt muss ich mich so und so verhalten. Das heißt, bei den großen Narrativen, da darf ich täuschen, nach Herzenslust, da guckt keiner nach. Aber wenn ich persönlich irgendwelche Fehler mache, da gucken die sehr wohl nach. Da muss ich mich zusammenreißen, da muss ich aufpassen. Aus meiner Sicht ist es eine große Chance, dass die Altparteien immer noch auf die Impfpflicht bestehen. Das heißt irgendwie, sie denken jetzt anscheinend, okay, ja, wir müssen das immer noch irgendwie durchbringen, weil sonst werden wir von den großen Medien bestraft. Gleichzeitig ist es aber so, dass in Großbritannien und anderswo werden die Maßnahmen zurückgenommen. Das ganze System ist träge und im Grunde das Narrativ bricht zusammen, weil die ganzen Nachbarstaaten nicht mehr mitmachen. Und die Öffentlich-Rechtlichen, sie ziehen jetzt so ein bisschen nach bei Lauterbach, aber sie haben jetzt lange nicht nachgezogen. Oder viele große Medien. Und das ist eine sehr große Chance. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Steht der Tropfen hüllt den Stein und unsere Chancen kommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.